Willkommen zurück zu Kingdoms of Wir Amalur. Müssen schnell sein. Das alles kennt ihr jetzt schon. Ihr habt sich gedenkt, ihr eure Anwesenheit spart euch. Ja, gescheitert. Voll. Gekommen, scheiße. Oh, das ärgert mich jetzt so. Ihr habt's gesehen. Ah! Manno. Ey, das ist so ein Kampf wieder genauso wie damals, wie hieß sie noch? Die Maid von Windermere. Das ist jetzt genau so eine Stelle, wo ich mich frage, sind wir einfach noch nicht bereit für die Maid? Und in diesem Falle für Bizarane? Ich weiß es nicht. Soll ich es nochmal einmal probieren oder mache ich jetzt einen Cut zwischendurch und... ich mach mal einen Cut. Und wenn ich ihn bis zur Hälfte krieg, schalte ich einfach zwischendurch sofort wieder rein. Also bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder. Nicht nur an einem neuen Tag in einer neuen Aufnahme, sondern ich werde euch an dieser Stelle leider auch mitteilen müssen, dass ich den Kampf leider noch nicht geschafft habe und mich dazu entschieden habe, das Ganze noch zu verschieben, weil wir in einer Situation sind, genauso wie damals bei der Maid von Windermere. Ich habe jetzt wirklich... seit gestern Abend mehrere Male probiert, Bizarane zu besiegen. Und ich komme auch bestimmt bis irgendwie in so eine vorletzte Runde oder sowas mit viel Glück.
Das Glück habe ich nicht immer. Oft versage ich sogar schon am Anfang. Und es ist ein bisschen leicht frustrierend einfach, wenn ich die ganze Zeit hier sitze und denke, ja, wann kommt denn eigentlich dann der nächste Part raus, wenn ich das hier nicht gebacken kriege? Deswegen muss ich euch leider gerade enttäuschen und wir verschieben das Ganze. Ihr habt ja gesehen, was da auf einen zukommt. Bizarane, also ich werde erstmal alle Gegner nochmal töten müssen. Also ich habe da jetzt sowieso mehr Arbeit davon, als ihr es geguckt habt. Das erspare ich euch natürlich, wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt bin ich soweit, genauso wie bei der Maid von Windermere damals. Und wenn man halt bis Bizarane kommt, klar, dann könnte ich das jetzt Stunden und Tage weiter versuchen, bis ich halt den richtigen Dreh raus habe. Ich komme halt auch immer bis zu diesen Untoten. Nach diesen Untoten kam Niskaro, weil die Untoten habe ich ja auch schon mal geschafft gehabt. Aber bis nach den Niskaro bin ich noch nicht gekommen. Irgendwas war dann, ich stehe falsch, er macht eine Salbe auf mich, während ich gerade irgendwo feststecke und mich nicht bewegen kann. Der Trank geht nicht, weil ich ihn gerade erst geschluckt habe oder so. Und zack, bin ich tot. Das geht sehr, sehr schnell. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Und dafür widme ich mich jetzt mal kurz dem Hauptquest. Auch bei dem weiß ich natürlich nicht, was auf uns zukommt. Aber wir können es ja auch da mal versuchen. Meine Verbündeten und ich werden getrennt durch Alabastra reisen. Wir treffen uns dann vor dem Haus der Rache wieder. Das ist das, was wir tun sollen. Und dafür werde ich jetzt... Ach so, bin ich jetzt sogar falsch gelaufen. Okay, dann muss ich dafür nochmal hier zurück. Weil ich möchte jetzt hier raus und tue einfach mal so, als wäre das alles überhaupt nicht blöd. Und denk mir einfach, was soll's. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es ist spannend. Und was will man mehr? Sie wird auch weiterhin hier auf uns warten und meditieren. Wir werden das einfach nochmal machen und wenn ich stark bin, werde ich auch die ganzen Gegner nochmal, also diesen Cadarok und wie sie alle heißen, die werde ich dann einfach nochmal alle besiegen. Das wird dann aber sowieso auch nochmal schneller gehen und ja, widmen wir uns doch mal anderen Dingen. Denn diesen Balor haben wir damals auch, den haben wir auch damals etwas mühevoll, aber wir haben es hinbekommen. Vielleicht habe ich ja Glück und der Hauptquest ist sogar gerade einfacher als das Haus der Sorgen. Aber ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mal weiter. So, warte mal. Was heißt laufen? Ich glaube, ich muss ganz, ganz, ganz woanders hin. Oh ja, ich darf hier unten hin. Treffen in Amaura. Mhm. Okay, wir waren hier noch nie. Ich glaube, ich werde, weil hier... Wir waren in Alabastra noch überhaupt noch nie. Deswegen werde ich jetzt mal hier nochmal rausgehen. Und deswegen macht man das Haus der Sorgen halt, glaube ich, auch eher davor, aber was soll's. Kann ich da jetzt rein? Also ist das richtig oder? Haus des Stolzes, okay. Jetzt bin ich durcheinander. Haus des Stolzes, Haus der Sorgen. Ist alles wundervoll. Da sind Gegner. Dann werde ich die mal erledigen. Boah, das sind ganz schön viele, die da auf mich zukommen. Wenn man so ein paar Bosskämpfe gerade erst hinter sich hat, dann macht einem das irgendwie gar nicht mehr so viel Angst. Da waren doch gerade noch mehr. Wo sind die denn jetzt alle hin? Und warum... Und wo soll ich eigentlich hin? Ich kapiere es gerade nicht. Okay, ich laufe mal einfach weiter. Also hier sind Gegner. Also irgendwie, glaube ich, soll ich hier hin oder so. Aber ich bin verwirrt. Hallo. Sind eigentlich die anderen jetzt auch hier? Oder wie... Irgendwie zerfledder ich die gerade in der Luft. Es ist Zeit, ich sterbe. Für den Merkgott. Hallo. So, und jetzt noch du.
Bringen wir es zu Ende. Ja, finde ich auch. Aber auch irgendwie angenehm, gerade so, nachdem alles überhaupt nicht mehr klappte mit dem Bosskampf und so. Und wie gesagt, es muss voll blöd sein, weil es für euch gerade mitten im Part ist und die Enttäuschung wahrscheinlich gerade da ist und dieses, oh, ich hätte das jetzt gern gesehen. Aber es ist für mich gerade einfach viel angenehmer, nachdem ich es die ganze Zeit versucht habe. Tollkühner Stoffi! Mach mal. Ja, mach mal. Meine Tränke sind auch sonst wo, aber wenigstens habe ich welche. Uff, okay. Wen haben wir jetzt hier? Blutet. Ja, blute doch mal selber. Das würde ich gar nicht mal so blöd finden. Und wir holen uns mal wieder ein paar, ja, Belohnungen ab. Und wir haben hier eine mittelstarke Truhe. Ich versuch's einfach mal. Eins. Hab ich's? Nein, natürlich nicht. Das ist schön. Da freuen wir uns. Jetzt habe ich wieder einen Fluch. Ja, und sterbe oder was? Mit einer geilen Adrenalinwoge. Toll. Ja. Okay. War ja klar. Aber ich habe es fast geschafft. Irgendwie habe ich nur einen Fehler drin gehabt und dann ist die Zeit halt vorbei. So sieht's aus. Ja, ja. Ach ja. Aber irgendwie bin ich, wie gesagt, froh, dass ich weiterspielen kann. So ist, ich, ist einfach so dieses Gefühl, ja, wie lange soll ich jetzt noch feststecken an einer Stelle? Wie oft soll ich es noch versuchen? Wie oft kann man sterben, ohne irgendwann auszuflippen? Ja. Da hatte ich keine Lust mehr drauf. Deswegen machen wir das jetzt hier. Und jetzt ist sie auch wieder voll langsam. Wegen ihrem scheiß Fluch. Ich hasse es so. Und warum kann ich nicht mal irgendwas gegen den Fluch nehmen? Warum? Und was ist da? Egal. Ich laufe mal hier weiter. Haus des Stolzes. Und überall diese Dornen. Wen haben wir hier? Hi. Okay, Musik vorbei. Und so eine mysteriöse Musik hier wieder. Oh Mann, jetzt bin ich ja mal gespannt. Von einer coolen Sache in die nächste sozusagen. Hi. Okay, ich denke mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach doch, hier waren wir ja schon mal. Aber warum konnte ich hier nicht schnell Reise machen? Entschuldigung, jetzt musste ich mal eben husten. Wir gewinnen nichts, indem wir abwarten. Ja. Legen wir los. Wir sehen uns in Alabas. Wir gewinnen nichts, indem wir abwarten. Darüber? Ich bin mir sicher, ihr wisst darüber mehr als ich. Immerhin wart ihr ja als Letzte hier. Okay. Wir sehen uns in Alabastra. Soll ich da jetzt einfach hinlaufen oder wie oder was? Wie ist das hier mit, ja, die nehmen wir nochmal mit, die Dietriche, kann ja nicht schaden. Und dann machen wir uns mal auf die Socken hier. Also das, hier haben wir das letzte Mal aufgehört.
Und hier ist der Hauptquest, der weitergeht. Die Typen nehmen wir auch nochmal mit. Ah, Neumondlager. Okay, jetzt können wir hier auch hinreisen. Und was hast du auf dem Herzen? Lyria sei gepriesen. Ich dachte schon, ihr würdet niemals eintreffen. Willkommen im Neumondlager. Gehört ihr zu Hauptmann Ancillas Kompanie? Ich bin der Held von Mels Henschier. Ja, natürlich. Wir brauchen Soldaten, keine Helden. Ohne Hilfe werden wir uns nicht lange auf diesem Kamm halten. Dennoch ist jede Form von Unterstützung willkommen. Werdet ihr uns zur Hand gehen? Naja, klar. Wo sind all die anderen? Unser Kommandant und seine Ariad sind zum Schattenpass vorgerückt und der Feind hat uns von ihnen abgeschnitten. Die meisten, die zurückblieben, sind mittlerweile tot. Und die Verwundeten könnten es genauso gut schon sein. Ihr werdet euch nicht lange halten? Jeder Angriff der Tuata ist größer und unbarmherziger als der vorhergehende. Wir brauchen frische Schwertarme, und zwar viele. Okay, sicher. Danke. Ohne euch könnten wir nicht... Nein! Da kommen die Tuata! Los! Wiedersehen. Okay. Tschüss. Wo sind sie denn jetzt? Oh Gott. Okay, da vorne kommen sie. Ich kümmere mich mal erstmal um die. Ich weiß nicht, warum es gerade so ruckelt, aber... So, ich glaube, die freuen sich gerade. Sind noch mehr hier oder was ist los? Ach, da. Hier. Hallo? Okay, da kommen noch mehr. Warum habe ich so wenig Mana? Das nervt mich gerade irgendwie. So, mach mal deine Dings. Hallo? War's das jetzt? Das sollte euch einen Vorgeschmack darauf geben, womit wir es zu tun haben. Die Tuata betrachten dieses Lager als Sakrileg. Danke für eure Hilfe. Die Geschichten über euren Mut sind nicht gelogen. Wie beenden wir die Belagerung? Das weiß ich nicht. Das Schicksal hat uns schon so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen. Die Tuata haben unseren Anführer getötet. Die Waffenschmiedin ist weggelaufen und die Söldner sind desertiert, als das Gold ausblieb. Sie lagern auf der Landbrücke im Süden, werden aber nirgendwo hingehen, solange die Tuata den Schattenpass halten. Ich werde euren Heiler finden. Wenn ihr Kolm rettet, können unsere Verwundeten wieder kämpfen und wir haben vielleicht eine Chance. Banditen haben ihn vor 2 Nächten verschleppt. Es war dunkel, aber ich bin sicher, sie sind Richtung Glassäulenhöhlen gegangen. Wo ist der Heiler? Irgendwo in den Tiefen der Glassäulenhöhlen im Osten, neben der Straße nach Chlorikon. Okay. Was ist mit dir eigentlich? Was machst du hier? Der Krieg ist nicht das, was ich erwartet hatte. Ich habe die Schlacht von Melsenschir verpasst. Das einzig Aufregende, das ich hier bisher erlebt habe, war, Heiler und Waffenschmiede zu eskortieren. Ich bin keine Kriegerin. Ich bin eine adlige Alpha, die jetzt Leibwächterin ist. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Es ist schon hart, was sie hier durchleben muss. Und der Fluch nervt mich echt ein bisschen. Er verlangsamt mein Tempo total. Und wir haben ja auch schon den nächsten, dem wir helfen sollen. Dennoch nehme ich die Nebenquests gerade mit so ein bisschen, weil sie liegen gerade auf dem Weg und da vorne ist auch noch was. Ach ja. Das ist schon nicht ohne hier. Oh, das nehmen wir auch mit. So Tränke sind sowieso immer nicht schlecht. Was ist denn das da vorne, was da so flackert? Ist ein bisschen unheimlich hier. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was der da vorne noch von uns wollte.
Komische Gegend irgendwie. Ich gehe mal hier runter. Rede mit ihm nochmal eben schnell, bevor der Part endet. Hallo, Sterbliche. Ich bin der Knappe des Stolzes. Moment mal. Die Heldin von Melsenshir. Wollt ihr eure Dienste anbieten? Ihr kommt zur rechten Zeit. Es gibt da einige Bolgans, die man beseitigen müsste. Was ist mit den Bolgan? Sie sind überall. Große rote Gesichter. Davon bekommt man Albträume. Die Bolgan-Meister benutzen sie nach Möglichkeit als Fußsoldaten. Sie verleiten die Bolgans zum Kampf. Wenn euch danach ist, findet diese Bolgan-Meister. Für die Heldin von Melsenshir sollte das kein großes Problem sein. Es wird nicht schwierig sein. Dann an die Arbeit, Heldin. Und kommt wieder zu mir, sobald ihr die Bedrohung beseitigt habt. Okay, ihre Wimpern fliegen gerade. Wo sind die Bolgan-Meister? Ich bin nicht sicher, aber wohl in der Nähe. Sie tauchen immer dann auf, wenn wir uns gerade verzweifelt ans Leben klammern. Ein allerliebstes Arrangement. Okay. Ich? Nun ja, jener hier hat den niedrigsten Rang unseres Hauses inne. Und doch wurden wir als Sprecher der Feien des Stolzes auserwählt. Wir haben die Ehre, als Verbindungsglied zu eurer sterblichen Armee zu dienen. Zu eurer reizenden, kultivierten und einfach zauberhaften Armee. Auf Wiedersehen. Okay, Wiedersehen. Ja, es ist echt eine trostlose Gegend hier, Alabastra. Aber wir machen uns auf die Socken nach dem Hauptquest. Solange das Haus der Sorgen noch nicht gemeistert werden kann, widmen wir uns einfach anderen Dingen. Dingen, denen wir vielleicht eher gewachsen sind. Und da vorne kommen dann auch schon die nächsten Gegner und so. Ich sehe das schon. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt alles nicht mehr so friedlich wie damals. Aber das gehört zum Spiel dazu. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen darauf. Die Gegend ist wieder ziemlich cool gemacht, finde ich. Ja, es hat so eine düstere Stimmung hier, auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Bis dann.